Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Icon Moments JJ Okocha. Ist nicht mehr der teuerste, kostet 225.000 Coins. Aber ich habe seine Karte am Anfang von FIFA sehr gefeiert. Da gab es schon mal ein Review. Und jetzt haben wir gedacht, wir testen auch den Moments. Der Twitch-Chat hat das auch entschieden. 1,73 ist er groß, hat einen Average Body Type, mittelgering Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 5 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Ist aus Nigeria und ich habe ihm meinen Hunter gegeben bzw. so gekauft, weil ich möchte noch sehr offensiv spielen. Antritt geht auf 99, Sprintgeschwindigkeit geht auf 95 und zwar deswegen, weil wir ihn nur auf 9 Chemie jetzt mal bekommen. Es gibt leider keinen Coach aus Nigeria, deswegen müssen wir jetzt mal mit 9 Chemie Vorliebe nehmen, aber das soll uns jetzt nicht so stören. Er bekommt halt dann da überall noch ein bisschen mehr sonst drauf. Stellungsspiel geht auf jeden Fall auf 93, der Abschluss geht auf 91, die Schusskraft auf 99, er hat 94 Fernschuss, die Volleys gehen auf 95 und die Elfmeter gehen auf 94. Dazu hat er beim Passspiel 88 Übersicht, 82 Flanken, 99 Freistoßpräzision, 85 kurzer Pass, 80 langer Pass und 96 Effet. Ich werde den auf jeden Fall als Z-Turm spielen, beziehungsweise wenn ich mit zwei Stürmern spiele, dann werde ich ihn im Doppelsturm spielen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Rolle für ihn, also wenn er da schön von hinten Richtung Tor ziehen kann, beziehungsweise im Doppelsturm wird man sehen, wie er dort performt. Beweglichkeit ist bei 94, Balance 90, Reaktion 87, Ballkontrolle 94, Dribbling 97 und ein Ruhewert von 92, also ziemlich geile Dribblingwert. Und ich glaube, das ist eine ganz geile Karte jetzt für diese Weekend League, da kann man ein bisschen herumspielen. Eine Fun Weekend League irgendwie ein bisschen mit Franzosen, ihr werdet das gleich sehen. Defensiv brauchen wir uns glaube ich nicht anschauen, Kopfball, Sprungkraft nicht wirklich vorhanden. Ausbau mit 77 halt auch nicht unbedingt der Yellow from the Egg, wie man so schön sagt. 63 Stärke, 43 Aggressivität, auch da gibt es Spieler, die haben weitaus mehr. Also vor allem auf Z2M die Ausdauer, das wird sehr, sehr kritisch werden. Schauen wir mal, er wird wahrscheinlich ein Spiel durchhalten, in der Verlängerung brauchen wir auf jeden Fall Alternativen. Spielereigenschaften hat er den Power-Freistoß, den Flair-Schuss, den Außenriss-Schuss, den Dribbling-Techniker und den Spielmacher für die CPU und sein Icon-Profil können wir uns auch anschauen. Der war ein bisschen unterwegs in der Weltgeschichte. Von Neunkirchen über Frankfurt, Fenerbahce, PSG zu den Bolton Wanderers nach Katar und dann nochmal zu Hull. Für Nigeria 73 Spiele gemacht und bei den Bolton Wanderers war er ein Publikumsliebling. Da hat er im Liga-Pokal-Halbfinale gegen Aston Villa 2 Tore erzielt und scheinbar auch sehr schöne, einen Freistoß und einen mit dem Außenriss. Und wie gesagt, Franzosen Weekend League. Ich spiele diese Leihkarte von Mbappé jetzt mal, die 6 Spiele, bis der halt aufgebraucht ist. Wir haben Fekir, wir haben Aoua, wir haben Chandoussi, wir haben hinten Babu und Roussillon. Wir haben Hernandez, den habe ich freigespielt, Matuidi die Maschine, hinten noch den Bruder, den Theo Hernandez und im Tor Manuel Neuer und so starten wir in die Weekend League und werden JJ Okocha ein bisschen testen. Gut, wir haben unseren ersten Gegner mit Felix, auf jeden Fall ein paar Argentinier da vorne drinnen. Der eine ist aber glaube ich nur zum Link, ja, stabiles Team. Ja, da geht JJ Okocha schon das erste Mal. Oh, nice, die Antäuschung, macht er gleich sein erstes Tor in der 5. Minute. Ja, Skillen dürfte gut funktionieren mit Okocha. Jo, und da macht die Vorlage mit ihm. Sehr nice. Beweglichkeit können wir uns da ein bisschen mal vielleicht anschauen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr enge Ballführung. Sehr, sehr beweglich, fühlt sich sehr, sehr flott und flink eigentlich an. Macht Spaß mit dem. Mbappé auf JJ Okocha. Guter Laufweg und ich glaube, da ist der Controller geflogen oder also der Stromstecker gezogen worden. Auf jeden Fall Okocha mit 2 Toren, eine 10er Bewertung, eine Torvorlage auch noch gemacht. 2 Schüsse aufs Tor sind beide drin gewesen. 6 von 9 Pässen, 9 von 14 Dribblings, eine Flanke nicht erfolgreich. Wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner, eine Premier League Squad, außen wieder win. Für Chemie scheinbar drinnen, aber es ist schon sehr stabil. Ja, guter Pass von Okocha auf Mbappé. Wollte in die Mitte rein, schade. Noch mal ein bisschen die Beweglichkeit von Okocha, das ist schon sehr nice. Jetzt aber Mbappé, er ist im Abseits, glaube ich.
Eieiei. Gut, in der 63. Minute hat er 63 Fitness. Da merkt man halt auf ZOM, ja, sehr, sehr schwer mit dem da über die Zeit zu kommen. Er hat zu lange gebraucht zum Schießen. Schade, wenn er da direkt schießt, so wie ich es geplant gehabt hätte. Gut, in dem Spiel Okocha sehr, sehr unauffällig. Ihr habt es wahrscheinlich bemerkt, kaum irgendwie etwas von ihm zu sehen. Ein Schuss auch nur aufs Tor. Generell wenig Schüsse aufs Tor. Wir haben es zwar gewonnen, aber sehr, sehr schwitzig gewesen. 10 von 14 Pässen, alle Dribblings, das ist stark. Eine Flanke, die war erfolgreich und auch einen Zweikampf gewonnen. Wir gehen ins nächste Game. Gut, der No-Packler FC. Stabiles Team. Neymar, Mbappé am Start. CR7. Also das mit den Skills, obwohl ich kein Skiller bin, funktioniert relativ gut, finde ich. Wow, Kocha! Fernschüsse kann er scheinbar. Ja, guter Schuss aus der Drehung. Ja, schöne Vorlage auf Mbappé. Ja, Glück haben wir auch ganz. War aber eine gute Kombination von den beiden. Eieieiei, da habe ich mich verzielt jetzt. Gut, wir haben gekämpft. Wir haben ein bisschen was gesehen, leider verloren. Okocha mit einer 8 hat ein Tor gemacht und eine Vorlage. Also kann man ihm nichts ankreiden. Stabiles Game auf jeden Fall. Hatte 6 Schüsse, 3 aufs Tor. 15 von 19 Pässen, 19 Dribblings. Das fällt auch auf, dass die Dribblings wirklich gut funktionieren mit ihm. Keine Flanken, keine Zweikämpfe, wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner ist da. Irgendwie spielen wir auch gegen keinen, der mit den Franzosen spielt. Also hat keiner so Bock auf diese Picks. So, da haben wir nochmal ein bisschen einen Skill-Move von ihm. Damit ihr das seht, wie er das ausführt. Ich glaube, das interessiert immer einige ganz besonders. Ja, wie gesagt, Dribbling ist flink. Skill-Move schaut gut aus, meiner Meinung nach. Ja, da packt er sich ein bisschen durch. Schade, der Heber, der Kopfball. Ja, guter Pass raus auf den Flügel, auf Aua. Ja, weiß nicht, da fehlt ihm jetzt irgendwie ein bisschen die Stärke in all diesen Szenen. Ja, gut, jetzt auf Mbappé, komm, setz dich mal durch, Mbappé. Ey, der wird bei mir nicht warm. Ja, kann man mal probieren. Ja, komm. Yes, Kopfballtor von JJ Okocha. Sehr nice. Ja, da ist er zu langsam dann. Sancho, was macht er da hinten überhaupt? Ja, sehr gut mit dem Dribbling gelöst, Okocha. Dass er den da nicht bekommt, Alter. Den macht er dann. Jetzt aber komm, schick Mbappé da. Yes, gut abgewartet, nice. Gut, Sergio Okocha, Spieler des Tages, hat er sich auch verdient. Er hat ein Tor gemacht und eine Vorlage. 5 Schüsse aufs Tor, 2 erfolgreich. 16 von 17 Pässen, 21 von 24 Dribblings. Wirklich gutes Spiel jetzt von ihm da. Auf jeden Fall war sehr schwitzig. Und wir gehen in ein letztes Game. Gut, unser nächster Gegner. Ja, auch gutes Team. Neymar, Eusebio, CR7, Messi auch drinnen. Ja, guter Laufweg da von JJ. Setzt sich dann nicht so durch, schade. Ja, gegen Sanchez, da kommt man nicht so schnell vorbei. Ja, ich hab's mal probiert. Weiß nicht, ob ich noch ein bisschen gehen hätte können, wahrscheinlich. Ah, Okocha, da ist er zu langsam gegen Sanchez. Schade, schade, schade. Ja, super Pass nochmal da von Okocha auf Fekir. Meine Jungs sind schon ein bisschen müde jetzt, glaube ich. Ja, ihr habt jetzt mit ständiger Druck spielen müssen. Ihr seht, da sind ein paar Jungs ziemlich müde. Okocha noch immer bei 47 nach 90 Minuten. Ja, ich hoffe, wir bringen es jetzt drüber. Yes, Okocha nochmal mit dem Schlusspunkt. Da können wir auch ruhig nochmal feiern in seinem letzten Spiel. Geiler Typ, dieser JJ Okocha. Jo, JJ Okocha noch mit einem Abschlusstor, 8,2er Bewertung. Ein Tor, wie gesagt, gemacht, sonst nicht so viel los. 2 Schüsse aufs Tor.
Zwei erfolgreich, 16 von 17 Pässen, 15 von 19 Dribblings, keine Flanken, keine Zweikämpfe. Wir gehen ins abschließende Fazit. Gut, abschließendes Fazit mit JJ Okocha. War natürlich schwitzig in der Weekend League, aber in 5 Spielen, 5 Tore, 3 Vorlagen, da bin ich ganz zufrieden. Könnte ein bisschen mehr sein, um ehrlich zu sein. Aber die Karte ist sehr, sehr gut, hat aber ein, zwei Mankos, und zwar eigentlich hauptsächlich im Physis-Department. Manchmal einfach nicht stark genug, das merkt man auch. Also er läuft da oft auf Verteidiger oder defensive Mittelfeldspieler. Ich habe da so in Erinnerung Fred zum Beispiel, gegen den könnte man schon mal einen Zweikampf gewinnen, aber da ist er einfach nicht stark genug. Und die Ausdauer natürlich. Kopfballtor hat er witzigerweise eines gemacht, aber das war auch nicht so schwer. Ich glaube, das hätte fast jeder gemacht. Ansonsten macht die Karte echt viel Spaß. Die Beweglichkeit ist absolut krass. Ich glaube, ihr habt es auch gesehen an den Statistiken, wie viel er seiner Dribblings da immer abschließt. Also das macht er echt sehr, sehr gut. Auch das Passspiel hat mich sehr überrascht. War besser als vermutet mit 80 langer Pass. Da habe ich mir gedacht, vielleicht nicht so toll, aber hat super gut geklappt. Schuss sowieso sehr gut. Tempo fand ich sehr gut. Mit 10 Chemie vielleicht nochmal dann eine Spur besser das Ganze. Vor allem kriegt er da nochmal ein bisschen was drauf auf die Pushes. Aber trotzdem eine super Fun-Karte. Wie gesagt, der kostet 225.000 Coins. Da kann man sich wahrscheinlich jetzt auch nicht erwarten, dass der spielt wie ein, weiß ich nicht, Tots Neymar oder so. Aber ich weiß auch nicht, ob ein Tots Neymar so gut ist, habe ich noch nie gespielt. Die Karte hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist eine sehr gute Karte, wenn man wen zum Linken braucht. Wie gesagt, Ausdauer, Stärke, das sind so, glaube ich, die Schwachpunkte auf der Karte. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Gern mal auf Twitch und auf Instagram auch vorbeischauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da ein Follow da lasst. Und dann sage ich danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.